Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Planet Base. Ja, alles bestens hier im Lande der Eisplaneten, würde ich mal sagen. Das Essen geht drauf, wir haben Ersatzteile. Ich glaube, wir haben sogar Energie. Ein bisschen wenigstens, ja. Da müsste man vielleicht doch noch ein bisschen mehr produzieren. Ja, man müsste. Was machst du? Ach so, okay, da gibt es noch eine Verbindung. Ich war ja dann doch irgendwie... Wir machen das jetzt mal. Ich setze jetzt halt einfach auf Energie. Statt, dass wir jetzt hier schon zum Laser greifen und so weiter. Schon ist gut. Ich weiß, eine Bar haben sie auch nicht, die armen Leute. Aber, ja, doch. Zuerst den hier bauen. Dann, denke ich, müsste das Thema, ja, Energie fürs erste Mal befriedigt sein, soweit. Jetzt habe ich mal noch gesagt, hier hinten ein zweites Lager hinstellen. Ja, jetzt fallen mir die ganzen Sachen wieder ein. Wir bräuchten vielleicht sogar noch mal eine Kantine. Wobei, das hält sich hier oben wieder soweit die Grenze. Wir müssen das aber noch weiter hochkriegen. Denn eben, wenn das für diese Größe einer Basis etwa bei 100 liegt, was man hier haben soll, ja, dann haben wir 10-mal zu wenig. Das reicht wahrscheinlich gerade knapp zum Überleben. Und jetzt schlagen hier doch tatsächlich wieder Meteoriten ein, irgendwo hier unten. So, gehen wir mal gucken hier oben. Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu gucken. Sie laufen, sie arbeiten, sie machen, sie tun, wie sich das so gehört. Krankenstation ist leer, das ist auch schön. Was sagen denn die Gesichter? Eigentlich primär ja, der Spaß fehlt ihnen ein bisschen. Das wäre natürlich dann eben eine Aufgabe für die Bar. Hm, erstmal gucken, wie weit sind sie hier hinten? Ja, okay. Da ist noch gar nichts gemacht. Wir haben doch hier unten eine Schleuse. Haben wir wieder kein Eisen? Also kein Metall? Nein, das Metall ist immer noch. Aber wir haben 17 Erz. Dank den beiden Minen. Okay, das heißt, wir werden hier tatsächlich nochmal Metallprozessoren hinstellen müssen. Jetzt gleich. Ich mach mal schneller. Ich neige dann eben dazu, eben jetzt, wirklich jetzt, das hinzustellen. Aber was bringt's, wenn wir hier erstmal diese Metalle da hinten brauchen? Dann sollen sie jetzt halt erst für die Energie sorgen, so wie wir das geplant haben. Da kommt schon das erste Stück, oder ist das ein Ersatzteil? Nee, das ist Metall. Da kommen die nächsten. Okay, hier kommt ein Ersatzteil, der muss irgendwas reparieren. Hier wird eigentlich ordentlich gearbeitet, ja. Ja, ja, das geht, man sieht es ja auch mit dem Pfeil an, das geht drauf. Doch nochmal schnell gucken. Also Wasser haben wir immer noch nicht zu viel. Wasserverbrauch 14, produziert 13. Nochmal so ein Ding hinstellen. Wobei hier sind die Speicher voll. Hier sind sie auch voll. Dann würde ich dann doch eher dazu neigen. Nachdem ich gesagt habe, wir gehen jetzt halt primär doch erstmal in Richtung die Versorgung sichern, bevor wir hier neue Leute holen, bevor wir den Laser machen, bevor wir die Bar machen. Machen wir das noch. Oder sollen wir es hier hinten hinstellen? Hier kennen sie sozusagen den Weg. Denn sie laufen ja sowieso gerade nach hier hinten. Dann machen wir doch hier hinten mal nochmal Wasser hin. Hier oben. Hat das irgendeinen Nachteil, wenn das so weit weg ist von der Basis? Eigentlich, das ist dann auch noch relativ schwierig zu sagen. Ja, der Nachteil ist, dass der Bau natürlich viel länger dauert, weil sie einfach einen riesen Weg haben. Und wenn ein Meteorit einschlägt, okay. Dann, wenn der genau hier einschlägt, sind die beiden hier gekappt. Zumindest so lange, bis hier die Verbindung wieder steht. Aber das ist das Risiko, das wir halt tragen müssen, wenn wir uns den Laser nicht leisten können. Und ich behaupte jetzt mal ganz frech, wir können uns den im Moment nicht leisten. Denn zuerst... Ja gut, jetzt sind wir eh dran. Also wenn wir die beiden Sachen gebaut haben, dann würde ich dann essen. Denn ja, ich möchte auch gerne hier mal wieder aufmachen, dass immer wieder neue Leute kommen können. Das ist wieder ein Handelsschiff. Wenn du irgendwie Eisen oder so hättest... Nein, natürlich nicht. Du hast Essen, brauchen wir nicht. Alkoholische Getränke brauchen wir im Moment auch nicht. Und so eine riesen Gentomaten-DNS wäre Gold wert, aber... Nein, das könnte man machen, wenn wir 10 Halbleiter haben. Das... Ich habe jetzt zwar die Kommission nicht mal betrachtet, aber okay. Ja, ich gehe mal davon aus, der war eh zu teuer. Das sah man schon dem teuren Schiff an. Da wird geschlafen, hier wird gearbeitet. Bestens. Und da kommt unser neues Windrad. Ja, das ist ja wunderbar. Dann hätten wir jetzt hier gern noch Wasser. Das brauche ich nicht priorisieren. Das ist das einzige Bauwerk, das wir im Moment haben. Ah, und unsere Sonnenkollektoren, die fahren Richtung Sonne. Das mache ich auch mal.
Schön, da geht es ja hoch. Ui, die hat aber ein Tempo drauf. Okay, ist vierfache Geschwindigkeit. Da bewegt sich sogar die Sonne schnell. Oder vielleicht liegt es natürlich auch einfach an dieser Sonne. Das ist ja nicht unsere Sonne wahrscheinlich. Die hat vielleicht einen anderen, ja, eine andere Umlaufbahn. Kürzer, dann geht es auch schneller. Jetzt gehen wir hier in Richtung Astrophysik. Das ist, glaube ich, ein relativ schwieriges Gebiet, die Astrophysik. Das ist, glaube ich, etwas vom Schwierigsten und Kompliziertesten, was man lernen kann. Habe ich mal gehört und das glaube ich auch sofort. Aber wir müssen ja nicht unbedingt jetzt hier der Astrophysik frönen. Können wir das noch verbinden? Warum steht denn hier nicht, was man dazu braucht? Das finde ich doof. Ich werde das Risiko jetzt mal nicht eingehen. Ja, steht Wasser, Wasser. Wo haben wir Wasser? Jawohl, sehr schön, gut. Also, fühlst du dich auch? Oder müssen wir tatsächlich nochmal... Wir müssen noch mehr Wasser gewinnen, okay. Ach, wir sind ja gerade so schön im Baumodus. Dann gibt es nochmal einen Wasserextraktor. Die kann man aber tatsächlich nur in der mittleren Größe bauen. Das ist tatsächlich so. So, verbinden. Also da kann jetzt keiner sagen, wir hätten nicht auf Energie und Co. aufgepasst. Hier die Kollektoren sind gut gefüllt. Der noch nicht ganz. Okay, der füllt sich aber wahrscheinlich auch noch. Das heißt, ja, nicht, dass wir hier Energie verschwenden. Da möchte ich dann doch als nächstes hier nochmal einen Kollektor bauen. Okay. Jetzt hat es wieder einen Robby zerfleddert. Das ist natürlich schade, aber da müssen wir hier halt wieder mal einen Robby bauen. Was für einen denn? Da gucken wir mal ganz schnell. Falsch. Hier war das. Ein Transport-Robby. Wir haben eh umgestellt. Okay. Wir könnten das natürlich hier auch mal priorisieren. Dann würden sie wieder ein paar Roboter bauen. Das Problem ist, ja eben, dann habe ich wieder alles priorisiert. Und das ist halt einfach wirklich komplett kontraproduktiv. Das leuchtet sogar mir ein. Aber ich baue halt so gern. Noch ein Händler. Ja, ich würde sagen, jetzt holen wir uns dann langsam wieder Leute. Davon haben wir vier. Das wird alles angepflanzt. Das heißt, sie können wieder gehen. Sollen wir das Risiko eingehen und schon mal wieder Leute holen? Ist mir fast ein bisschen zu früh. Das soll hier stabil, soll das laufen. Sollen wir denen vielleicht mal noch eine Bar gönnen? Sind denn alle unglücklich? Der ist müde, der soll schlafen, der ist unglücklich. Jungs, ihr könnt sonst hier hinten auch den Baum angucken. Den hier. Die Eiche. Die ist genau auch dafür da. Ah, vielleicht halt doch nochmal eine Kantine und denen dann nochmal so ein Dingens gönnen. So ein Videobildschirm. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ah, der Wasserextraktor wird gleich gebaut. Jetzt haben wir hier wieder ein Energieproblem. Wir haben aber volle Speicher. Sauerstoff ist soweit noch okay. Mit Wasser passt es jetzt eigentlich schon, obwohl der noch nicht steht. Schön, wie die drehen. Sieht einfach cool aus. Ich mag halt auch, wenn irgendwie Sachen spiegeln in Spielen. Ja, jetzt spiegelt es nicht riesig. Ja, ein bisschen spiegelt es. Okay, und das spiegelt halt so schön. Doch, jetzt hat es gespiegelt. Ah, das sieht einfach cool aus. Okay, Wasserextraktor wurde gebaut. Hier, da fehlt noch die Verbindung. Also jetzt können sie uns gern haben mit ihrem Wasser. Jetzt haben sie welches. Jetzt kommen wir hier zu anderen Sachen. Was haben wir gesagt? Müssen nochmal schnell gucken mit Essen. Sollen wir nochmal so ein Bio-Dingens bauen? Das hier ist halt schon relativ, ja, doof mit den ganzen Verbindungen. Wir haben hier ganze vier Automaten drin. Wenn wir hier wirklich noch ein bisschen mehr haben wollen. Ja, ich habe gesagt, Energie und dann Essen. Das heißt, wir werden jetzt hier tatsächlich... ich muss mal gucken, wo war das? Das war das Labor. Das in groß. Das geht. Wo machen wir das hin? Ich würde sagen, wir machen es hier hin und machen ein Lager daneben. Denn wir haben hier die Biodome. Ja, genau. Dann können die... Oder machen das Lager hier zum Sauerstoff hin. Also ist ja eigentlich egal. Wir machen das jetzt einmal mal hier hin. Mit Verbindung. Ja, auch mal noch verbinden. Eben, falls da sonst irgendwas einschlägt. Aber nicht, dass sie jetzt unsere Eiche hier kappen. Wir werden sehen. Sonst ist das doch soweit eigentlich ganz nett. Okay. Hier unten, oh, er baut einen Robby. Was baust du denn? Ach, das sehe ich so natürlich gar nicht. Aber wir können mal... Der repariert sich. Und der Kollege hier hinten, der eigentlich lieber schlafen möchte, der geht jetzt schlafen. Das ist natürlich ärgerlich. Kommt da gleich der Nächste? Bei 21%. Aber schön, dass sich mal wieder einer dazu herabgelassen hat, hier mal wieder ein Robby zu basteln. Ob die schnallen, das Bedarf danach herrscht,
Das ist natürlich auch noch die Frage. Das ist alles eine Frage der Programmierung. Wie gut ist das Spiel programmiert? Oder an was haben sie gedacht, als sie es programmiert haben? Oder ist das sogar so, dass hier ist was angefangen und nicht fertig? Dass jetzt einer kommt? Guck mal, da kommt nämlich einer. Der macht jetzt hier weiter. Das dauert halt Ewigkeiten, bis die hier so einen Robby geschnitzt haben. Eieiei. Eisen. Wir sind wieder beim alten Gedanken. 12 Erz, 3 Eisen. Das heißt einfach, wir haben zu wenig. Ne, das ist die Ersatzteilwerkstatt. Von denen haben wir eigentlich genug. Wir haben zu wenig Metallprozessoren. Oder vielleicht dann doch schon bald zu wenig Arbeiter. Da habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr geguckt. Ja, 19 Arbeiter. Okay, da könnten auch mal wieder ein paar mehr kommen. Ich weiß, es ist deaktiviert. Ich gucke nur mal. Können wir es wagen? Wisst ihr was, wir warten mal noch einen Moment, bis hier wirklich das Labor auch steht. Dann werde ich es wieder einstellen. Kollege, bring ein bisschen Eisen. Sie bringen alles, nur kein Eisen. Ja, Erz ist genau das, was wir eh auch genug haben. Stärke, damit können wir den ganzen Planeten zupflastern. tschüss. Schöne Grüße zu Hause, liebes Handelsschiff. Aber wir können natürlich, wenn wir jetzt irgendwie was handeln wollen, falls dann tatsächlich mal Eisen oder so kommen würde, können wir ja natürlich mit der Stärke einiges machen. Das gibt, glaube ich, zwar nur 5 oder 10 Euro, Dollar, Franken, keine Ahnung, Öhren, Drachmen, aber das ist auch Geld. Viel von dem gibt natürlich irgendwann auch eine gewisse Summe. Ist der hier fertig? Nee. Ah, die kommen nicht wirklich vorwärts, aber wir sind auch auf langsam. Wir gehen mal auf schnell. Dann klappt das hier auch mit dem Labor. Dann können wir das bald einrichten. Kommt hier noch einer? Hier hinten haben wir auch nur eine Schleuse. Wir haben hier eine Schleuse, hier eine und hier unten eine. 3 Stück. Ja, das müsste mal reichen. Sag mal, Energie klappt immer noch nicht so wirklich, was? Wo haben wir denn? Wasserextraktor. Große Windturbine. Die Lager, also die Kollektoren, die sind, ja, sind eigentlich schon voll. Also wir können nochmal einen Kollektoren bauen. Der hier hinten ist zwar noch nicht voll, wir machen jetzt hier hinten mal noch einen Kollektor. Sobald wir hier, ach, das wird gerade hochgezogen. Okay, dann heißt das als nächstes Projekt, gibt es hier einen Energiekollektor. So, okay, das können wir einrichten. Da gehe ich ein bisschen runter. Und jetzt gibt es hier Arzneimittel, haben wir genug. Das heißt, wir werden hier jetzt tatsächlich nur Gewebegeneratoren reinstellen. Einfach dem lieben Essen zuliebe. Und da muss man ein bisschen gucken. Hallo, warum geht das hier nicht? Ah, weil da die Tür ist. Ich mit meinen blöden Verbindungen dauern. Jetzt haben wir hier wieder 2 Verbindungen. Aber okay, das gibt doch, ihr seht, das gibt eine richtige Armada. Dann müssen wir mit dem Essen nämlich wirklich so weit sein, dass wir wieder die Schleusen öffnen können für neue Gäste. Kriege ich hier nochmal? Ja, bestens. Dankeschön. Da bräuchten wir jetzt noch ein bisschen Bioplastik. Davon haben wir eigentlich auch genug. Dann können wir das hier auch in Angriff nehmen. Hier haben wir einen Sauerstoffgenerator. Das ist natürlich auch schön. Mach mal den zuerst. Den machen sie sowieso zuerst. Dass eine Baustelle ist. Und hier müssen sie ja nichts mehr machen. Das hier ist... Ich weiß, man sollte nicht. Aber mache jetzt trotzdem. Der war nur bei 2%. Damit wir halt ausgewogene Ernährung haben. Denn das ist schon auffallend, dass hier eigentlich keiner mehr Bauchprobleme hat. Sondern wenn irgendwas ist hier unten, dann ist es Strahlung oder mal wieder ein Knochenbruch. So, aber sogar das hat nachgelassen, da wir eben hier Baubots drin haben. Hui, und hier stapeln sich die Sachen. Wir bräuchten mal wieder einen Transport-Robby. Der ist dran hier. Okay, 84%. Das kommt in die Gänge. Wo hatten wir es? Hier. Ich weiß, man sollte nicht umstellen, wenn das da läuft. Aber ach, das war sowieso der, der schon zu Beginn stand. Okay, jetzt haben wir das soweit. Ja, wenn wir das alles bei Hühnchen lassen, dann haben wir hier wieder die Bauchkrämpfe. Das kann es nicht sein. Wie weit bist du, guter Mann? Ja, gleich ist soweit. Ich stelle mal frech schneller. Das ist jetzt aber ein schlechter Scherz. Jetzt geht der bei 91%. Kann man den hauen irgendwie? Oder, keine Ahnung, die Liebe entziehen? Irgendwas muss doch hier... Okay, da kommt schon der Nächste. Gut, du kannst. Mach, was du willst. ist doch nicht wahr. Man kann doch nicht einfach die Maschine
stehen lassen bei 91%. Was ist das denn für ein für eine Arbeitsmoral, für einen Arbeitseifer? 4 Eisen. Mach mal Eisen. Ja, ja, ich bin ein guter Chef. Statt dass ich dafür sorge, dass sie arbeiten können, sage ich einfach immer Macht. Mach mal, macht Eisen, macht Betten, macht vorwärts. Da sitzen sie wieder rum, weil sie ja keine Tische haben. Aber was bringen denn die Tische? Die nehmen ja nur ein Essensfertiger eigentlich den Platz weg und eine Pflanze. Klar, sie sitzen hier. Sitzen sie denn hier besser, wie wenn sie hier draußen sitzen, wie der hier? Ich meine, die ist sowieso unglücklich, die Tante da. Das ist ja. Okay, Eisen, Eisen, Eisen. Der hat alles dabei. Alles. 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 Aber ich glaub's nicht. Er hat allen Ernstes genau kein Eisen dabei. Das ist ja nicht zu glauben. Erz haben wir. Wir haben. Ja, mit Stärke können wir. Mit Stärke können wir eine Armee gründen. Nee, Bots bauen wir selber. Ersatzteile haben wir auch. Ich sehe das schon richtig. Der hat wirklich. Nein, der hat keinen. Das ist doch nicht zu glauben. Wie viel Pech kann man denn haben? Ups. Und zur Strafe ist uns einmal durchs Gesicht geflogen. Auch nicht schlecht. So, Wasser. Ist wieder trockene Luft. Wenn man halt ein paar Folgen aufnimmt und hier den ganzen Sauerstoff im Zimmer verbraucht. Es ist zu kalt, um das Fenster zu öffnen. Das ist ja genau neben meinem Computer. Ja, dann gibt das irgendwann trockene Luft und dann kriegt man das Husten und Co. Das ist ein bisschen deppert. Deswegen das Wasser. Haben wir wieder Ruhe. So, ja, das ist doch, das passt doch eigentlich. So wie das hier läuft, wir können hier mal gucken, wie weit die sind. 99% werde ich ganz bestimmt hier nicht ändern. Also umstellen. Die sind alle relativ weit. Ja, lassen wir laufen. Der hier. Ja, lassen wir laufen. Die stellen wir nachher um. Aber ich kann natürlich, wenn der ja bei 99% war, jetzt war er noch bei 12, der ist noch bei 10, dann können wir die nochmal anpassen. Den lassen wir. Die sind alle in schlechtem Zustand. Da müsste auch mal wieder gearbeitet werden, Jungs. 30. Wisst ihr was? Ich werde jetzt tatsächlich. Oh, was denn Energie? Wir haben andauernd Energieprobleme. Wir machen jetzt hier trotzdem mal nochmal auf und bräuchten dann definitiv noch ein paar Ingenieure und Arbeiter. Okay, so können wir das mal laufen. Jetzt hat schon wieder ein Robby zerlegt. Ja, zum Glück haben wir die Werkstatt gebaut, sonst irgendwann hat man natürlich dann einfach keine mehr. Hier hinten tut's und macht's. Hier kann ich vielleicht nochmal schnell gucken. Das ist alles schon umgestellt. Ja, 25%. So, ich lasse es jetzt. Sonst kriege ich wieder Schimpfe, weil ich hier Arbeiten abbreche. Aber wir sind mit dem Essen so weit unterwegs, dass wir uns das jetzt auch mal erlauben konnten. Ah, ein Kolonistenschiff. Schnell runter, schnell runter. Das müssten 2 gewesen sein. Das hier ist ein Ingenieur. Genau. Und das ist ein Arbeiter. Der geht gleich. Macht er denn? Zur Mine, okay. Wie viele Leute haben wir denn? Das wäre ja auch noch eigentlich mal wieder interessant. 67. Okay, der Sauerstoff reicht für 92. Hier wird Energie gewonnen. Die Speicher füllen sich. Ich würde sagen, dann lass uns das doch hier nochmal mit dem Laser machen. Ich weiß, das braucht halt wirklich auch viel Energie. Deswegen, ja, ich habe gesagt, lass uns das mit dem Laser machen. Nein, wir machen als allerletztes jetzt hier nochmal was für die Energie. Also nicht als allerletztes, aber bevor wir wieder zum Laser zurückkommen. So, das braucht auch nochmal 4 Eisen. Ich hätte ja wirklich gerne Eisen gekauft, wenn das irgendjemand mal mitbringen würde. Vielleicht du? Wie sieht's denn mit dir aus? Es ist unglaublich. Die wissen genau, dass wir Eisen brauchen und dann bringen sie es nicht. Ist das so, also Metalle, ist das so selten hier in eurem Weltall? Das ist ja erschreckend. Schön, mir gefällt die Basis. Das Lager, ja, wir müssen noch ein zweites Lager haben. Genau, das habe ich auch mal noch gesagt. Jetzt bauen wir aber zuerst nochmal die Windturbine. Dann eine Bar fehlt. Ein Lager fehlt. Hier hinten, meiner Meinung nach. Weil sie halt dann wirklich immer hier hin, dann dahin, dann wieder zurück, um es zu holen, hier hin, um es zu bringen. Das wäre besser, wenn wir hier, zum Beispiel hier unten noch ein Lager hätten, für diesen Bereich hier. Dass die Sachen hier lagern können. Die Schleuse wäre auch noch in der Nähe, falls die dann irgendwie gebraucht wird.
3 Eisen. Ja, ich würde sagen, machen wir so. Das dürfte ein gewisser Plan sein. Und was wir dann eben natürlich auch noch brauchen, ist der Laser. Der wird dann als nächstes in Angriff genommen. Noch ein Kolonistenschiff. Ein Ingenieur, sehe ich das richtig? Würde gerne mal drehen. Ja, noch ein Ingenieur, wie wir das eigentlich gerne möchten. Hier wird gesessen, transportiert. Ja, passt auch. Da wird geschlafen. Also so im Eimer, wie sie auch schon mal waren, sind die Leute dann nicht. Denn die Betten sind eigentlich gut gefüllt. Ja, und die, die müde sind, müssen halt schlafen gehen. Was, ich kann die nicht noch an der Hand nehmen und sie ins Bettchen bringen. Das müssen sie schon selber machen. Die sind da alt genug. Die wohnen hier im Weltall, also die dürften auch eine gewisse Ausbildung haben. Die können ja nicht ganz doof sein. Also müssen sie den Weg ins Schlafzimmer eigentlich auch finden. So, noch 2 Eisen. Okay. Ah, noch 1 Eisen. Da kommt wieder ein Robby angesaust. Sehr schön. 1 Eisen noch. Dann haben wir hier nochmal eine Windturbine. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, das war's mal für heute. In der nächsten Folge gucken wir, wie dieses Eisen hier hinkommt und wie wir dann den Weg schlussendlich zu unserem Laser finden. Das wird schon hinhauen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.